Auf vielen Menschen lastet eine moralische Schuld. Diese Schuld basiert auf vergangenen Taten. Man wird sie niemals los. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute The Card Counter, der ganz sicherlich einmal zu den Klassikern des Genres der Spielerfilme gehören wird. Ein guter Spieler muss den anderen in die Seele schauen können. Das sagt William Tell in diesem Film und genau das kann er. Nicht zuletzt, weil Oscar Isaac, der großartige Darsteller dieses Spielers, genau diesen Blick hat, dieses geheimnisvolle, undurchdringliche, das direkt in die Seele geht. Er ist ein Mann, der schwer traumatisiert aus dem Krieg gekommen ist. Dort ist er schuldig geworden im Irakkrieg, war lange Zeit im Gefängnis. Als er wieder rauskommt, zieht er dann durch die Spielhallen Amerikas und räumt mit diesem kühlen, analytischen Blick ab. Bis eines Tages ein junger Mann auftaucht, der ihn mit seinem Anliegen nach Rache, nach Aufarbeitung zurückwirft in diese schreckliche Zeit im Irak. Ein Film des Autors und Regisseurs Paul Schrader, der damit anknüpft an seinen berühmten Film Taxi Driver, den er einst für Martin Scorsese schrieb. Auch hier geht es um einen Mann, der aus dem Krieg kommt, der sein Trauma aufarbeiten will und der nicht mehr so recht in die Zivilgesellschaft hineinpasst. Es ist ein eindringlicher, ein sehr düsterer, ein elegant inszenierter und sehr packender Film über die moralischen Schulden, die ein Mensch in seinem Leben aufhäuft und die schwerer abzubauen sind als die größten Spielschulden. Unser Film der Woche, The Card Counter von Paul Schrader.